Das sind sie, die ersten Kölner Bürger der Nachkriegszeit. Sie warten darauf, sich in ihrer Heimatstadt bei der amerikanischen Militärregierung offiziell als Einwohner anmelden zu können. Niemand weiß, wie viele Menschen im Augenblick hier leben und vor allem nicht wo und wovon. Es gibt bei Kriegsende keine Ansprechpartner bei der Stadt. Keine Polizei, keine Feuerwehr, kein Krankenhaus, keine Zeitung, keinen Strom, keine Geschäfte, kaum Wasser und vor allem kaum Wohnraum. Die Amerikaner fürchten einen ungehinderten Zuzug in die Ruinenstadt und haben Köln komplett abgeriegelt. Zu groß sei die Gefahr der Ausbreitung von Seuchen. Und noch mehr Menschen versorgen zu müssen, erscheint völlig unmöglich. Die Zerstörungen sind so groß, dass sich zudem kaum jemand vorstellen kann, in dieser Trümmerwüste wieder eine neue Stadt aufzubauen. Auch die Amerikaner denken wie andere ernsthaft und lange darüber nach, die alte Stadt aufzugeben und Köln auf freiem Feld im Norden neu zu errichten. Doch die Kölner, verstreut in alle Himmelsrichtungen, denken nicht daran. Für sie zählt scheinbar nur eins: Der Dom steht. Wie keine andere Nachricht ist die Botschaft vom wundersamen Schicksal der Kathedrale für die Menschen das Signal, schnellstmöglich in ihre geliebte Stadt zurückzukehren. Im Mai registrieren die Amerikaner 60.000 Neuankömmlinge. Ende Juni, als die US-Armee Köln verlässt oder die britische Armee übergibt, sind es bereits wieder 350.000 Menschen, die in der Stadt leben und damit Fakten schaffen. Köln wird wieder auferstehen. Diese Filmdokumentation zeigt, wie das Leben nach der Katastrophe allmählich in die Stadt zurückkehrt und wie die Menschen versuchen, aus einer offenbar aussichtslosen Lage das Beste zu machen. So leben heute Millionen Menschen in Europa. Und niemand weiß zu sagen, wann das Unheil enden werde. Krankheit, Verzweiflung und Tod brüten in diesen Höhlen und es braucht ungeheuer viel Mut, das Alltägliche und Nötige zu tun. Ehrliche Arbeit muss wieder ehrlich entlohnt werden. Die faulenzenden Schieber und Eckensteher des schwarzen Marktes müssen jetzt verschwinden. Nach harten Jahren der Not entsteht tatsächlich wieder eine weitgehend funktionierende Stadt. Auch wenn der Wiederaufbau mehr als 10 Jahre benötigt, um der Stadt wieder ein halbwegs ansehnliches Antlitz zu verschaffen, so sind die Kölner doch stolz auf jeden kleinen Fortschritt. Vor allem im Herzen der Altstadt. Das neue Köln entsteht als autogerechte Metropole, wird wieder Wirtschaftszentrum des Westens und Hauptstadt des rheinischen Humors. Schauplatz des großen Sports, des Konsums, der Kultur und der Moderne. Und eine junge Generation wächst heran, die Mitte der 50er Jahre zumeist mit Zuversicht in die Zukunft blickt. Dieser Film zeigt in vielen Facetten Ereignisse aus der Stadtgeschichte und aus dem Leben der Kölnerinnen und Kölner in einer Epoche, die die größte Stadt am Rhein bis heute prägt. Eine Filmreise in die Wiederaufbauzeit. Frühling 1946. Spielende Kinder am Kölner Stadtrand. Sie bauen sich eine kleine Bude aus Munitionskisten. Bis vor kurzem lagen die in Hülle und Fülle am nahen Rheinufer herum.
Jetzt sind sie eine kleine Attraktion für die wahrscheinlich ersten privat gefilmten Aufnahmen aus Köln nach Kriegsende.